Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir im kleinen Chaos Druckstudio oder auch ganz einfach mein Keller. Ja, ich wurde vor kurzem natürlich gefragt, was ist so das Größte, was du bis jetzt gedruckt hast, und darum soll es heute mal gehen. Viel Spaß! Ja, in einem Livestream kam die Frage auf und ich habe da geantwortet, denke ich, der Fuchs, den wir damals mal auf dem Tronxy X5S gemacht haben, ist, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder 2 Jahre oder anderthalb auf jeden Fall her. Der Fuchs, große Vasen hatte ich da gemacht mit dem Aprinter Pro, mit dem Papierfilament oder was Papierfilament sein sollte. Ich habe die auch nochmal aus Holzfilament gedruckt. Und das nächstgrößere oder die nächstgrößeren Projekte, die ich hatte, die aus mehreren Teilen bestanden, die dann mit Kabelbinder verbunden wurden, das waren natürlich meine 2 Floßprojekte 2018, wo ich noch alleine auf dem Floß saß. Ja, ich habe jetzt hier hinten nur ein ganz kleines Bildchen davon. Aber ja, so saß ich da noch alleine auf dem Floß. Aus einer blöden Idee ist dann noch eine noch blödere geworden. Und so saßen wir letztes Jahr zu 6 auf einem gedruckten Floß, was aber auch wieder nur aus so Halbschalen bestand, was mit Kabelbindern verbunden wurde. Das, was ich aber jetzt gedruckt habe, das kann ich ganz ohne Bedenken sagen, ist tatsächlich mein bis jetzt größtes gedrucktes Objekt. Und das zeige ich euch jetzt. Ihr seht, ich habe den Tisch schon ein bisschen vorbereitet. Es ist Platz, weil... Da ist es, mein bisher größtes gedrucktes Objekt. Natürlich ist das jetzt nicht aus einem Stück entstanden. Ihr seht das, wir haben hier ganz viele einzelne Parts, die jetzt zusammengeklebt wurden. Ich müsste jetzt lügen, ich hatte mal 30 gesliced, aber manche musste ich nochmal durchschneiden. Also ich glaube, es sind so 32, 33 verschiedene Teile, die dann natürlich zusammengeklebt wurden. Der ganze Hund ist jetzt ungefähr 7 Kilo schwer und macht schon was her. Und ich möchte euch jetzt heute mal noch ein bisschen erklären, oder stell mal ein anderes drum, da seht ihr ihn besser. Ich möchte euch ja natürlich noch ein bisschen erklären, wie auch ihr selber solche großen Objekte erstellen könnt. Und dazu braucht ihr einfach nur den Prusa Slicer. Und wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich euch jetzt noch. Okay, also ich möchte euch jetzt anhand des Hundes, am Beispiel des Hundes, mal zeigen, wie ich das jetzt mache, dass ich Objekte vergrößere und die dann zerschneide. Und wie gesagt, ihr braucht nichts anderes als jetzt den Prusa Slicer. Und das möchte ich euch jetzt dann einfach mal zeigen, wie leicht das geht und wie einfach das ist und wie ich das jetzt halt gemacht habe. Als allererstes ladet ihr euch mal das zu zerschneidende Objekt rein. Wie gesagt, in meinem Fall jetzt nochmal der Hund. In dem Fall habe ich den jetzt als STL. Das ist jetzt von der Qualität her nicht ganz so gut wie das Objekt, aber ich sage mal, um das jetzt zu erklären, reicht das vollkommen aus. Und ihr seht schon, ja, in der Originalgröße würde der locker aufs Bett passen. Ich bräuchte einiges an Stützstruktur. Aber wäre machbar. Wie ist das jetzt, wenn man das groß haben möchte? Als allererstes sollte man sich natürlich überlegen, wie groß möchte man sein Objekt überhaupt haben. Ich habe mir ein bisschen schlau gemacht, wie groß halt so ein Golden Retriever ungefähr sein kann, wenn er ausgewachsen ist. Und bin dann halt auf Oberkante Kopf auf 750 mm gekommen. Das machen wir hier mal. 750. Und dann bin ich gelandet bei 833 und das habe ich halt so ein bisschen aufgerundet. Ich bin dann halt auf 840% gegangen, damit ich eine glatte Zahl habe. Und dann sieht man schon, oh ja, das wird ein bisschen enger. Das passt wohl nicht mehr so ganz auf meinen Drucker. Und der meckert jetzt auch die ganze Zeit rum. Unten steht dran, Objekt ist zu groß, kann ich nicht mehr slicen, bla bla bla. Also müssen wir uns das Ganze jetzt etwas zerschneiden. Und als allererstes müssen wir da so ein bisschen tricksen. Wir machen unseren Drucker mal ein bisschen größer. Es würde jetzt reichen 1500 mal 1500.
In diesem Fall hier, so 2 auf 2 Meter lässt der Slicer noch zu, alles andere, da meckert er so ein bisschen rum. Und dann gehen wir zurück auf die Druckplatte und dann sehen wir schon, okay, jetzt würde das einigermaßen passen. Was jetzt noch nicht geht, ist das Z in der Höhe. Also machen wir das auch nochmal ein kleines bisschen größer. Machen wir das mal auf 800. Obwohl, so groß brauchen wir es eigentlich nicht. Das machen wir das mal so. So, und jetzt wird man sehen, okay, jetzt hätte der Hund im Ganzen reinpassen. Ist allerdings Quatsch, weil so einen großen Drucker haben wir nicht. Aber jetzt meckert halt die ganze Zeit nicht rum und wir können jetzt erstmal anfangen, den uns so zu positionieren und zu schneiden, ohne dass er da wieder was hin und her rückt, wie wir das möchten, ohne Probleme. Und der Prusa-Slicer hat da eine super geile Funktion, die nennt sich hier unten zerschneiden oder auch einfach nur schneiden. Und wenn wir da draufklicken, dann haben wir hier ein kleines Fenster, wo wir eine Z-Höhe eingeben können oder halt einfach diese Ebene verschieben können, wie wir das gerne hätten. Und ich würde sagen, wir fangen halt mit dem einfachsten an, das sind die Füße. Und da muss man jetzt ein bisschen gucken, wie hoch, wie weit man das schiebt. Zum einen müsst ihr so ein bisschen im Blick haben, wie hoch ist euer Drucker. Normaler Prusa schafft 210. Direkt 210 würde ich jetzt halt nicht eingeben. Ich würde da halt schon die 200, zwischen 200 und 209 würde ich da was aussuchen. Nur hier muss man jetzt noch mal ein bisschen aufpassen, ein bisschen mehr aufpassen, weil wie ihr seht, wenn ich das zu hoch schiebe, dann schneidet er hier auch schon mal noch ein bisschen was vom Bauch ab. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Ihr müsst das halt gerade so hochschieben, dass er auch nirgendwo anders jetzt was wegnehmen würde. Und dann wären wir eh schon bei 210. Wie gesagt, es ist ein bisschen knapp. Ich mache das jetzt hier mal auf die glatte 200. Dann kontrollieren wir nochmal, dass es nicht noch irgendwo anders was wegnimmt. Das sieht aber recht gut aus. Und jetzt zerteile ich das einfach mal. Man kann jetzt auch noch machen, dass es umdreht gleich. Das ist aber kein unbedingtes Muss. Aber so haben wir jetzt schon mal die ersten 4 Teile hier. Dauert ein ganz kleines Momentchen. So, da haben wir die 4 Füße. Und den Bauch, den tut er uns irgendwo anders hin. Da wir Platz haben, rücken wir uns das erstmal wieder gerade. So, da wir den aber nicht brauchen, schieben wir den nun erstmal ein bisschen beiseite. Und wir machen mal bei den Füßen weiter. Wir machen erstmal eine Sache fertig. Und zwar müssen wir uns jetzt die Füße noch zerschneiden, weil jetzt will er alle 4 Füße auf einmal drucken. Wir wollen aber die Füße einzeln haben. Und da kann man sich die jetzt hier zurechtdrehen, weil das Zerschneiden geht immer nur in der Z-Höhe. Also drehe ich mir die um 90 Grad, mache wieder zerschneiden. Muss jetzt nichts verschieben, das ist ja egal. Mache Schnitt ausführen. Jetzt hätte ich auch wieder dieses Umdrehen weglassen können. Das ist aber egal, weil normalerweise hätte der die jetzt, wenn ich es richtig ausgerichtet hätte, auf ein Druckbett platziert. Aber ja. So, wir drehen uns das mal zurecht und wir drehen uns das mal zurecht. Und dann tun wir das wieder zerschneiden. Das nehmen wir jetzt mal raus und tun uns das zerschneiden. So, jetzt haben wir 5 Dateien. Wir haben jetzt 4 Füße. Richten wir uns mal aus. Na komm. Ja, so große Dateien. So. So, wir haben jetzt 4 Füße und einen Oberkörper. Und was mache ich jetzt als nächstes? Ich speichere mir die Füße separat als einzelne STL ab. Und auch das geht wieder ganz einfach mit dem Prusa-Slicer. Das ist so geil daran. Und zwar nehme ich mir dann irgendeinen Fuß, klicke entweder auf das Objekt selber oder aber auch hier hinten bei Bearbeiten, Rechtsklick, klicke ich drauf und sage Exportieren als STL. Und dann gehe ich halt in den Ordner meiner Wahl. Ich habe hier auf der SSD schon mal was vorbereitet in meinem Ordner und sage jetzt einfach, weil es auf Fuß ist und ich davon 4 habe, nummeriere ich da jetzt mal durch und mache da 1. Und dieses Objekt tue ich jetzt auch gleichzeitig entfernen. Nicht, dass ich das nachher nochmal aus Versehen speichere. Und zum nächsten Objekt mache Exportieren als STL und mache die 2.
und weg. Dann machen wir weiter mit der 3 und weg. Komm schon. Jetzt hat er sich aufgehangen bei mir. Super. Vorführeffekt. Und dann machen wir weiter mit der 4. Safe. Und weg. So. Jetzt bleibt der Hund noch ein bisschen übrig. Und selbst wenn ihr euch jetzt diesen Hund... So, der Hund bleibt übrig und auch den muss man jetzt noch ein bisschen zerschneiden, was jetzt allerdings ein bisschen schwierig ist, wenn man so ein großes Druckbett hat. Man kann das nicht mehr so ganz einschätzen, ob ein so ein Teil auf das Druckbett passt. Also empfehlen würde ich euch dann so nach und nach das Druckbett auch wieder kleiner zu machen, damit ihr seht, ob das, was ihr da jetzt schneidet, auch auf das Objekt passt. In meinem Fall weiß ich jetzt, dass der Hund im Querschnitt nicht so ganz auf mein Druckbett passt und dass ich den zerteilen muss. Und das zeige ich jetzt mal noch, wie ich das gemacht habe und wie ich es mir dann weggespeichert habe. Ich mache das jetzt mal an einem Beispiel von hier oben, ungefähr hier. Schnitt ausführen. Und dann nochmal mit dem Objekt hier. So, und da kann ich jetzt gucken, wo bin ich hier ungefähr? Da bin ich bei 920, 923, also 823 und dann 723, da haben wir ungefähr 200. Dann kriegt man das auch in der Höhe noch auf seinen Drucker. Ja, dann zerschneide ich das nochmal, Schnitt ausführen. So, das... Und das tun wir mal ausblenden erstmal. Ich sag mal, das ist jetzt zwar noch da, aber fürs Erklären jetzt erstmal irrelevant. Schiebe ich mal weg. So. Für uns soll jetzt mal das hier wichtig sein, was noch übrig ist. Wie gesagt, wir können das ja auch mal gerne machen jetzt noch, um euch das ganz kurz zu zeigen. So, wie ihr seht, das passt natürlich so auch wieder nicht auf den Drucker. Von der Höhe täte es gehen, aber alles andere guckt halt irgendwie irgendwo links und rechts raus. Was mache ich jetzt? Ich richte mir das erstmal nochmal nach den Füßen aus. Und jetzt zerschneide ich das einmal so in der Mitte. Dann drehe ich mir das Ganze um 90 Grad, beide Objekte. Und dann zerschneide ich die so auch nochmal genau in der Mitte. So, jetzt habe ich 4 Objekte, die rein theoretisch... Was erzählst du? Jetzt habe ich hier 4 Objekte, die alle rein theoretisch auf mein Druckpad passen. So. So und so. Natürlich nicht wieder alle 4 gleichzeitig, aber einzeln würden die jetzt alle drauf passen. Und da habe ich mir jetzt das so abgespeichert unter Segmenten. Das ist jetzt, keine Ahnung, Ring 3 oder sowas dann gewesen oder wäre bei mir Ring 2 oder Ring 3 gewesen. Also speichere ich mir das jetzt im Prinzip genauso wie die Füße gerade wieder ab, nur dass ich nicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 durchnummeriere. Kann man natürlich auch machen. Aber ich habe mir das so nach Ringen abgespeichert. Ring 1 war bei mir dann die 10, 11, 12, 13, 2 halt die 20, 21, 23. Ring 3 jetzt hier in dem Beispiel von mir aus mache ich jetzt abspeichern unter... Rechtsklick, exportieren als STL, dann halt als 33, löschen, Rechtsklick, exportieren als
Nee, was habe ich jetzt gesagt? Ja, genau, 33, jetzt mache ich 32, also durchnummerieren, 30, 21, 22, 33, jetzt muss ich es halt rückwärts machen. Genau, so, und weg damit, und das nächste exportieren als STL. Dann wollen wir haben die 31, weg damit, und exportieren, und das ist halt dann die 30. So, haben wir es jetzt halt rückwärts gemacht. Aber ich denke, ihr wisst jetzt, was ich meine mit den Ringen. Und jetzt habe ich im Prinzip wieder ein Stück vom Hund abgearbeitet und habe noch diese zwei hier übrig, die ich mir dann jetzt hier wieder reinziehe. Und so bin ich dann so Stück für Stück nach und nach mit dem ganzen Objekt durchgegangen. Am besten ist es natürlich, wenn ihr auf einer Seite anfängt, vorne zum Beispiel oder hinten, und euch dann das in verschiedene Ringe legt, diese Ringe dann eventuell nochmal notiert, teilt und die einzelnen Teile eines Ringes halt gruppiert oder in extra Ordner verpackt, aber das wird dann, glaube ich, zu unübersichtlich. Aber ich habe mir das schön durchnummeriert, habe mir das dann nochmal auf einen Zettel notiert, für so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Welches Objekt ist das? Was sagt mir der Slicer für eine Laufzeit? Was sagt mir der Slicer für eine Gewichtsangabe, dass man mal durchrechnen kann, wie viel Material brauche ich jetzt ungefähr für dieses Objekt? Wie lange läuft das ganze Objekt? Der Hund jetzt hier zum Beispiel, ich hatte zwar ganz am Anfang mal um die 350 Stunden gesliced, habe aber manche Teile dann doch nochmal ein bisschen stabiler, beziehungsweise mit vier Wänden und nicht nur mit drei Wänden gedruckt. Also ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, ganz genau wie viel der Hund hatte, aber es müssten so um die 400 Stunden gewesen sein, was jetzt mein Hund hatte. Aber ich habe halt vorher durch die Liste schon mal ungefähr abschätzen können, was kostet mich so ein Teil, wie viel Material geht da drauf, wie lange läuft das, damit man einfach mal gucken kann, wie groß wird das Projekt, was man sich da aufgehalst wird, und wie kann man sagen, okay, der will das nächste Woche schon haben, der Hund braucht aber zwei Wochen zum Drucken, geht nicht. Das kostet einiges an Arbeit, da sitzt man dann auch mal ein Stündchen dran, um so einen Hund zu zerschneiden oder das Objekt seiner Wahl. Aber ja, manchmal geht es halt nicht anders. Wenn ihr dann eine andere Ideen habt oder wenn ihr dann andere Programme habt, dass man diesen Hund da reinschmeißt und dann sagt, oder das Objekt da reinschmeißt und dann sagt, okay, mach mir das Objekt druckbar in 20, 20, 20 Zentimeter, klick und dann schmeißt er das hinten drauf. Wenn ihr sowas habt, schreibt es mir unten in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen. Und das ist jetzt mal meine kostenlose, günstige, nicht gerade zeitsparendste, aber halt doch funktionierendste Lösung. Slicer ist kostenlos, die Objekte lädt man sich runter, skaliert sie hoch, schneidet sie klein, speichert sie ab, druckt sie weg. Ja, das soll es mal wieder gewesen sein von mir. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.